Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Endlich wieder ein Konzert an der Dreckburg. Das hatten sich viele herbeigesehnt. Und mit der Brass-Pop-Band Querbeat hatte Salzkotten Marketing als Veranstalter einen Volltreffer gelandet. Nachdem das mit 10.000 Karten ausverkaufte Konzert mit Mark Forster der Pandemie zum Opfer fiel und verschoben werden musste, suchte man nach Alternativen und hier hatte man mit Querbeat eine Suppe gefunden, die das Publikum zu begeistern wusste. Die Fans, die zu den 1.000 Glücklichen gehörten, die ein Ticket ergattert hatten, sie drängten sich dann schon weit vor Konzertbeginn hier am Einlass. Und hier nahm man es genau. Nur wer eines der 3Gs nachweisen konnte, kam herein. Die weitaus größere Anzahl zuckte dabei ihr Handy und wiesen sich als vollgeimpft aus. Im Anschluss dann noch eine Taschenkontrolle. Und wer das Prozedere hinter sich gebracht hatte, wurde mit einem Glückskeks belohnt. Für die richtige Einstimmung sorgte im Vorfeld die heimische Brassband handgemacht und mundgeblasen. Ihr musikalisches Repertoire unterschied sich zwar von dem der Kollegen aus dem Rheinland, kam aber beim Publikum stimmungsvoll an. Auch ihn zog es heute an die Dreckburg, Landrat Christoph Rüther, selbst ein ehemaliger Bandmusiker. Ja, einmal ist mir natürlich die Dreckburg bestens bekannt für tolle Konzerte. Dann aber auch natürlich die Freundschaft hier Richtung Salzkotten, Uli Berger wieder zu treffen. Und was mich besonders freut, überhaupt mal wieder, dass so viele Menschen hier sind, die zusammen feiern. Alle Sicherheitsvorkehrungen sind ja hervorragend umgesetzt. Und somit wird das bestimmt ein schöner und bunter Abend für uns alle. Wie immer am Rand der legendären Dreckburg-Konzerten stand den Besuchern auch heute ein großes Gastronomieangebot zur Verfügung. Ein wichtiges Thema am heutigen Tag, die Corona-gerechten 130 nummerierten Stehplätze der Gäste. Diesem Konzept folgend nahm man hier heute am Stehtisch Platz, an dem mindestens 6 Personen standen. Die Einweisung der Besucher, sie war dann für das bewährte Organisationsteam von Salzkotten Marketing dann auch eine lösbare Aufgabe, mit der auch Bürgermeister Uli Berger zufrieden war. Das Konzept mit den Stehtischen hat sich bewährt. Die 1.000 Besucherinnen und Besucher sind verantwortungsvoll getestet, geimpft oder genesen, auch wenn das Wetter nicht so hundertprozentig mitspielt. Doch das Wetter konnte diese Tischbesetzung nicht daran hindern, ihre Biergläser in rekordverdächtige Höhen zu stapeln. Als Querbeet dann mit halbstündiger Verspätung auf der Bühne zum Angriff blies, ging hier mächtig die Post ab. Die 13-Köpfier-Band mit ihrem Leader Jojo Berger und mit Janine Dornbusch als einzige Frau unter den Männern heizte das Publikum mächtig ein. Interessant, die Gründung der Band, die entstand aus einer Schulband des Bonner Kardinal-Frings-Gymnasiums und sie zählen dann heute zu den angesagtesten Bands des Landes. Ihre Tour mit dem Thema Radikal Positiv führt die Vollblutmusiker durch Städte wie Magdeburg, Rostock oder Köln, um hier nur einige zu nennen. Uli Berger, Salzkottens Bürgermeister, war dann nach einem vorherigen Konzertbesuch im Kölner Gürzenich von der Querbeat begeistert. Ja, Sie sind ja aus dem Karneval geboren. Inzwischen haben Sie sich, glaube ich, auch weiterentwickelt, dass Sie 12 Monate im Jahr auch Konzerte geben. Ich selber habe Sie mal im Gürzenich nicht hören dürfen. Das ist natürlich eine super Stimmung. Ich glaube, das neue Album, was jetzt gerade auf Platz 2 der Albumcharts gekommen ist, vor Paul McCartney, das gibt so richtig Dampf und die Leute haben Spaß und der Funke springt sofort über. Ja, der berühmte Funke, er sprang auch hier sofort über. Querbeat in Hochform auf der Bühne. Aber auch die rheinischen Vollblutmusiker, sie bekamen die bühnenfreie Corona-Zeit zu spüren, wie uns Tourenchef Daniel erzählt. Definitiv gab es frustrierende Momente über die ganzen abgesagten, verschobenen Termine. Der Vorteil war allerdings, dass man mal sich konzentrieren konnte und auch Fristen für Albumabgabe etc. einhalten konnte.
Das war auf jeden Fall einer der besonderen Teile dieser ganzen letzten Phase. Querbeat in dieser Zusammensetzung, eine Band, die hier begeistern konnte, hören wir noch ein wenig herein.
Nach solchen Größen wie Sarah Connor, Silbermond, Adel Tawil und Revolverheld wieder ein Mega-Konzertabend mit Querbeat hier an der Dreckburg in Salzburg. Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und KD Fliesentechnik.